öfter mal was Neues. Wir sind hier unterhalb der Observatorien. Wir haben das Canary-Observatorium, das Galileo. Und ein bisschen weiter runter, 30 Euro ein Haufen Geld, aber es lohnt sich wirklich, Leute. Das Ding hier, das ganze Gebäude, auf 2100 Meter roundabout, mit Kino, allen möglichen Computershows, also richtig geil gemacht, Leute. Das müsst ihr euch geben, einzigartig, echt einzigartig. Ich lasse euch mal alleine mit. Das Gebäude befindet sich tatsächlich auf 2100 Meter. Ich hatte also korrekt geschätzt. Da unten sieht man die Zuleitung dafür. Natürlich ein immenser Aufwand, so hoch wie das Ding. Vor allem hier die Caldera. Gut, die Abbruchkante vorne ist nicht ganz so, die geht etwas flacher, aber trotzdem, das ist schon eine Leistung. Ja, hier hängt mal so ein Spiegel und siehe da, ich weiß, warum er da hängt, weil einmal ist hier und einmal ist hier, der hat zwei Fehler. Ja, da sind Dämmen drin. Ja, und damit ist der ganze Spiegel am Arsch. Aber es ist aber ein Riesenunterschied, hey, leck mich am Arsch. Also, kommt natürlich im Video nicht ganz so rüber, aber der ist... Sowas hat keiner als Bartspiegel. Nee. Das Ding ist, mir ist noch ein dritter Fehler. Aber ja. den hätte ich gern. Klasse. Also hier muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich selber erst mal gestaunt, weil ich kenne es ja. Ich habe mich schon längst mal damit befasst, die ganzen Wellen, also Radiowellen von, in, was weiß ich, hier ist von Kilometerband, Kilometer Wellenlänge, das ist ein 47 Meter Band, ziemlich bekannt, RTL Plus damals, Kurzwelle, dann geht es weiter, Mikrowellen, klar, geht dann immer schneller, Infrarot, bis ins sichtbare Licht. Dann haben wir klar Ultraviolett, X-Ray für die Röntgenstrahlung, alles normal. Wobei eben bei X-Ray lag ich eh schon falsch, da ist nämlich die Wellenlänge tatsächlich nur noch 10 Nanometer, eine Tausendstel von einem Millimeter. Und jetzt kommt es, wo ich mich selber erstmal gestaunt habe, und tatsächlich die Gammastrahlung sind gerade mal 10 Pikometer. Ihr wisst ja selber, Pico eine Million. Und das heißt also, in einer Sekunde oszilliert da die Welle 30 Millionen Mal. Wahnsinn. Ist ausgerechnet das hässlichste langgezogenes Ding, Turm eigentlich, ist gleichzeitig das interessanteste. Ist ausschließlich für die Sonne, um die Sonnenwinde zu erkunden
Und die Bilder, die wir gerade gesehen haben von der Sonne, waren wirklich krass. Genial. Eben auch der Spiegel war nochmal, weil es ist ja doch nochmal ein Unterschied vom Bartspiegel zu den Dingern. Die sind ja sowas von präzise und vor allem 100% des Lichtes geht wieder zurück. Das ist Wahnsinn. Das Ding hier ist nicht ganz billig. Es kostet über 30 Euro gekostet, aber mein Gott, was kostet die Welt? Das ist es echt wert. Für eine Familie ist es natürlich dann wieder heftig. Was haben wir hier? Also Technik lassen sie sich nicht lumpen auch. Krass, was soll denn das sein? Siehst du gleich. Kontrollpanel? Da kommt doch jetzt gleich. Spotlight 5 habe ich jetzt angemacht. Geht aber nicht. Er läuft da noch. Also, ein Timer. Ist etwas surreal, muss man schon sagen, wenn man das hier sieht. Und wir sind eigentlich mal so roundabout 100 bis 150 Meter von der Vegetationszone entfernt. Also hier oben wächst halt nur noch Gräser, Büsche, mehr nicht, weil das ist schon sehr trocken. Das ist vielleicht irgendwie ein bisschen arg vom übertrieben von der ganzen Strukturierung, aber so ungefähr passt's. Das heißt, hier unten, klar, also hier müsste das Hotel sein. Gefahren sind wir erst einmal rein, dann war die Sperrung da. Das heißt, wir sind hier durch, natürlich die ganzen Tunnel und Brücken. Dann in dem Bereich sind wir, glaube ich. Und einer gestört. Dann geht's die ganze Serpentinentour da hoch. Der eigentliche Eingang, wo wir jetzt sind, ist praktisch hier vorne. Ja. Komm nochmal mit. Ja, und das ist jetzt faktisch genau gegenüber, wo wir faktisch rein sind. Das ist wirklich nicht ganz, das passt nicht ganz. Weil der Bereich von dem Innenkrater, der ein bisschen weiter hier drüben, der geht wesentlich weiter rein. Oder was möglich sein kann, dass es ein bisschen früher war. Die Seite ist auch nicht so weit eingestürzt. Ich meine, das ist hier weggeplatzt. Ja, das muss auch einen riesen Schlag getan haben. Da unten haben wir auch die Ortschaft, das ist nicht so tief. Geht, dann merken wir es. Super!
Also, ich habe genau richtig geschätzt. Das Gebäude hier befindet sich tatsächlich auf 2100 Meter. Also, ich war noch nie so hoch scheißen.